Hallo und hallo und herzlich willkommen, Lie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Ich bin der Zap mit meinem Skyrim Let's Play im Jahre 2015. Wir sind in der Quest Dawnguard. Wir sind ein Vampir, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nein, ich will gar kein Vampir sein. Ist Ciri ein Vampir? Naja, dann ist das halt so. Wir haben hier diese Lady gefunden. Hier. Sorine. Nur ein einziger Kreisel, nur einer, und ich kann wieder an die Arbeit gehen. Wo sind sie? Ja, Sorine versucht verzweifelt ein Kreisel zu finden. Und ich nehme mal eben diese Pfeile mit. Sie sagt, irgendwelche Krabben hätten ihr die Pfeile. So, jetzt gucken wir mal. Da ist er. Da ist der Kreisel. Ich nehme mal alle mit, den sie sucht und ohne den sie auf keinen Fall mitkommt und uns bei dem Kampf gegen die Vampire hilft. So. Nur ein einziger Ich habe Kreisel, einen. nur einer, Ja. und ich kann wieder an die Arbeit Ja, gehen. pass auf, Wo sind ich sie? habe einen. Was würden Schlammkrabben überhaupt mit meinem Beutel anstellen wollen? Also, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Das verstehe ich, aber ich kann hier wirklich nicht weg ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Ich habe einen Drehmerkreisel. Hier, nehmt den und dann geht's aber schon los, bitte. Vielen Dank. Das ist nicht viel, aber er wird mir bei einem Teil meiner Forschung von großem Nutzen sein. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben? In die Festung Dämmerwacht. Ah, er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Lebt wohl. Gut, ja, dann hätten wir das ja auch, Mädels. Aber die Landschaft ist hier schon schön, oder? Komm, wir gucken uns mal eben hier ein bisschen um. Die Landschaft hier, die ist schon nett. Das gefällt mir. Mit den Bergen und dem Fluss. Das sieht sehr schön aus. Gut. Lang genug rumgeschwärmt. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück jetzt, oder? Ich guck mal eben. Steht das irgendwo in unserer Quest? Garantiert steht es in unserer Quest, was jetzt als nächstes ansteht. So, warte mal. Ich guck mal in diese Richtung. So. In diese Richtung muss ich. Mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Ich bin wieder zu blind. Ich bin wieder zu blind. Also eigentlich da. Siehst du, da müssen wir hin. Das hab ich schon mal gehabt. Da, hier, seht ihr, da ist das Zeichen. Da komme ich aber im Moment nicht hin. Ich kann den Bildschirm nicht weiterziehen. Komm, wir reisen mal eben in die Festung Nebelschleier. Vielleicht kommen wir von da aus dann weiter. Kann ja sein. Wir reisen mal eben dahin. Und dann mal gucken, ob wir dann von da weiterkommen. So. Das ist ja nur eine Zwischenstelle. Ja. Vampirfell.
Verführungen zugefügt. Schützt euch richtig. Kaufrüstung von Greka. Ich guck mal eben in mein Inventar. Was habe ich denn da alles mit dem Vampiren zu tun? So richtig, glaube ich, nix, oder? Okay. Ja. So, also. Weiter geht's. So, jetzt komme ich auch hier weiter. Seht ihr? Jetzt kann ich nach hier. So, also. Reisen wir weiter. Dann muss das halt über zwei Schritte erfolgen. Ich kann es nicht ändern. So, da sind wir wieder. In der Festung, Dämmerwacht, dachte ich eigentlich. Ich dachte eigentlich, wir wären schon da, aber sind wir noch nicht. So, dann müssen wir mal eben hinlaufen. Mal gucken, ob die anderen schon da sind. Ich bin gespannt, ob sie schon eingetroffen sind. So. Ganz cool wäre natürlich auch, wenn der Schnee liegen bleiben würde, oder? Moment, ich bin wieder hier verzweifelt am Schauen. Immer gucke ich nach dem richtigen Weg. Und immer wieder mache ich das falsch. Was ist denn hier? Kann ich hier rein? Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Das haben die doch neu gemacht. Das haben die doch neu gemacht. So, dann gucken wir mal, ob die anderen schon da sind. So. Cool wäre natürlich, habe ich schon gesagt, dass ich es cool finden würde, wenn der Schnee liegen bleibt. Habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich. So, ja, das ist aber schön. Also gut, Niswan. Ihr habt uns alle hier versammelt. Was wollt ihr von uns? Halt! Stehen bleiben! Was macht ihr denn da? Ich möchte sicher gehen, dass ihr keine Vampire seid. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und es scheint, wir haben ein Problem. Weil ihr mich schon früher angegriffen haben könntet, nehme ich einmal an, dass es ein Missverständnis war. Und nun gebe ich euch die Chance, wieder gesund zu werden. Geht nach Mortal und findet Falion. Er ist meines Wissens der einzige in ganz Himmelsrand, der Vampirismus heilen kann. Wenn ihr das schafft, hat die Dämmerwacht vielleicht immer noch Bedarf an euren Diensten. Ich werde hier warten. Gut. Ja, ich glaube, mit dem Problem meint er mich. Und dann, das halt. Das machen wir natürlich, weil wir wollen eigentlich kein Vampir sein. Pass auf, ich guck mal eben. Sprich mit Falion. Gut, also die Quest machen wir im Moment nicht. Eine neue Ordnung machen wir nicht. Wir machen das. Wir sprechen jetzt mit Falion. Okay, gut. Er kann uns heilen. Er kann uns heilen. Dann sind wir mal gespannt. Ja, ich weiß, es tut weh, ins Sonnenlicht zu gehen. Ich weiß. So, jetzt gucken wir mal eben, in welche Richtung müssen wir. In die? Hm. Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, sprich mit Falion. Mortal. Da sind wir noch nicht gewesen. Also fahren wir, gehen wir, laufen wir. Wo laufen wir denn mal hin? Hier hin, zur Bruthöhle. Ja. Von da aus ist es dann ein Klacks nach Mortal.
So. Wieder angekommen in der Bruthöhle. Sieht aber auch schick aus hier, oder? Mann, Mann. Sehr schön. So, wir sind auf dem Weg nach Mortal und unseren Vampirismus loszuwerden. Ich weiß immer noch nicht, wo wir uns den eingefangen haben. Irgendwo haben wir den her. Irgendwo haben wir... Da scheint Mortal zu liegen. Hallo? Wer redet hier? Da. Aha. Nett oder nicht nett? Das ist hier die Frage. Nicht nett oder doch nett? Na, wir gucken mal. Wenn nicht nett, dann... Nett. Ja, sie sind nett. Sie sind auf unserer Seite. Gut. So, dann geht's weiter. Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, jetzt kann ich wieder rennen. Sehr cool. Und es schneit. Und es schneit. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist eigentlich... da ist jetzt plötzlich doch ein Feind angezeigt. Warum? Ach, eine Krabbe. Eine Krabbe krabbelt hier rum. Warum auch? Ja. Warum auch immer. So. So. Was haben wir denn hier? Ich steck. Hilfe! Ja. Erenil, was hast du denn wieder? Ja? Was ist? Schreist du um Hilfe? So. Da war noch einer. Wo ist der andere? Da. Entschuldigung, Camille, aber ich war auch schon hier. Ich hätte das auch gerne erledigt. Ja? Hätte ich schon gemacht, ganz gerne. So. Den Beschwörer... ach, der hat doch nichts. Da ist auch noch einer drin, glaube ich. Hallo? Hallo? Da ist er. Los geht's. Ja, ich passe ein bisschen auf. Entschuldigung. Und was seid ihr alle hier? Von euch! Ihr entkommt mir nicht. Ja. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. So. Wollte sie wegrennen. Hat denn so einer schon was gesehen? Da wollte die einfach... Ja. Aber da ist... Gibt's noch Leute hier? Da oben. Da. Ja, warte mal. Ein bisschen zickzack laufen. Ja, ich bin schon da. Warte. Ja, ja. So. Schwupp, weg ist er. Noch irgendwo? Da oben. Lass mich mal eben da hoch. Und da oben scheint irgendwo noch einer zu sein. Muss mal eben gucken. Da hinten steht er. Da hinten steht er. Ja, ich komme. Ja. Das warst du dann. Hast du irgendwie noch was Brauchbares mit? Ne. Gut. So. Die Frage ist, wo sind wir hier eigentlich? Die Frage ist, wie kommen wir da hoch?
Kommen wir da hoch? Müssen wir da hoch? Nee. Wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin. Also irgendwie ist das zwar nett hier, aber wahrscheinlich nicht das, was wir suchen. Ich guck mal eben auf die Karte. Genau, wir sind hier Festung Schneefalke. Wir müssen aber nach hier. Also gehen wir jetzt hier wieder weg. Wir gehen hier wieder weg. So. Okay. Dann hauen wir wieder ab. So. Hast du noch was Nettes mit? Nee. Du? Du liegst aber lustig da. Ach doch, du hast ein Buch mit. Warte. Ja, das nehmen wir nochmal mit. So. Ich kann hier eigentlich auch rein, oder? Komm, ich gehe da mal eben rein. Mal gucken, was sich hier so hier noch drin verbirgt. Ich muss ja immer alles mitnehmen. Ich kann ja gar nicht anders. So. Ich halte mich da. Warte, ich komm. So. Auf die 12. Ja. Die Kamille ist aber aktiv. Die will einiges wieder gut machen. Habe ich das Gefühl. Die will einiges wieder gut machen. Dass sie uns so lange im Stich gelassen hat. Und so oft. Habe ich so das Gefühl. So, sollen wir mal gucken? Ah, ja, es ist hier einer. So. Das war dann da. So, was hast du mit? Nicht viel. Nicht viel. So, speichern wir. Himmelsrand gehört dem Nord. Ja, das stimmt. Das tut es. Nix, keiner da. Okay. Ein Zauberbuch. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich will auch nicht. Oh, ich habe hier wieder. Ich habe hier wieder eine Truhe. So. Mit 11 Gold. Ja, immerhin. So, wer macht denn hier Ärger? Hä? Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Du hast Ärger gemacht. Ja, das ist dann die Konsequenz. Ach, Experte, da habe ich jetzt keinen Bock dran. Da habe ich jetzt keinen Bock dran. Ach, guck mal. So. Hat auch nichts mit. Da unten ist immer noch Theater. Das machen die Mädels. Ich glaube, das machen die Mädels. Hier, Kamille ist unterwegs. Da sind aber noch viele, viele, viele angezeigt. Viele Feinde angezeigt. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja. Ich nehme mal alle Bücher mit. Das macht zu Hause unser Regal voll. Sieht cool aus. So. Und hier, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. So viel kann man überhaupt nicht lesen. Ja, wer sich gefragt hat, warum ich das nicht vorlese. Es hat so gut wie nichts Questrelevantes. So gut wie heißt... Es könnte mal ein bisschen informativ sein, aber meistens nicht. So. Meistens nicht. Komme ich da unten dran? Ich will da dran. Ja, ich komme da dran. Zwei Äpfel. Entschuldigung. So, drei Äpfel. Irgendwann werde ich auch mal die Quest machen, wo man essen, trinken und schlafen muss. Nicht die Quest, sondern
die Mod. Irgendwann werde ich sie mal machen. Versprochen. Versprochen. So, dann nehmen wir das Buch auch noch mit. Haben wir viele Bücher für... Was haben wir da? Was ist das? Das kann ich überhaupt nicht nehmen. Okay. Ja, dann halt nicht. Boah, hier sind auch noch Bücher. Nehmen. Nehmen. Alle mitnehmen. Macht unser Regal zu Hause schön voll. So. Okay. Das haben wir auch. Ja, komm schon. So. So viel... nee, will ich nicht. So. Okay. Was haben wir denn noch vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was interessant wäre? Sieht nicht so aus. Hier kann ich wieder runter. Doch, hier, guck mal. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja, nehmen wir die auch mit, okay. Ja, ich muss mal eben Licht anmachen, warte. Ich sehe nicht, was da drin liegt. Das wäre doch blöd. Nee. Was liegt hier im Schrank? Nix. Gar nix. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Krimskrams. Nur Krimskrams. Wiegt nichts, aber wir können es einfach mal nett mitnehmen. So. Oh, da hauen wir uns die Tür vom Kopf. Ist natürlich super. So. Ja, komm, wir hauen wieder ab. Wir hauen wieder ab. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg, uns von dem Vampirismus heilen zu lassen. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich raus? Ich habe ein bisschen die Orientierung. Ein bisschen die Orientierung verloren. Warte, jetzt ist da gerade was angegangen. Entschuldigung, da ist gerade, ich habe zwei Katzen hier, Hanni und Nanni. Und die rennen gelegentlich mal über die Fernbedienung und machen das Fernsehen an. Und das ist gerade passiert. auch wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, so kratzen und durch die Gegend laufen, das sind dann Hanni und Nanni, meine beiden Katzen. So, jetzt will ich aber endlich hier raus. Wo ging's denn hier raus? Wo ging's nochmal hier raus? Wo ging's nochmal hier raus? Und das sieht ziemlich neblig aus da. Wo ging es denn nochmal hier raus? Jetzt war ich da drin und habe ein bisschen die Orientierung verloren. Was natürlich blöd ist. So. Komm, wir gehen hier raus. So, komm, wir gehen hier wieder raus. Hier muss es rausgehen. Ja, geht. Ob das jetzt der richtige Weg war, weiß ich nicht, aber jetzt sind wir raus. So, die Fackel kann ich auch wieder wegstecken. Ach, nee. Wer kann mich denn jetzt? Ach, hier, so eine blöde Krabbe. So eine blöde Krabbe. Krabbeln die hier überall rum. So, da hinten ist auch noch so eine blöde Krabbe. Warte, ich komme. Bemühe dich nicht, ich komme zu dir. So. Bemühe dich nicht, ich komme schon. So, weiter geht's. Weiter geht's.
Es ist ja aber ganz schön neblig hier, oder? Bei den Sümpfen. Das sind doch Sümpfe, oder? Ach, sie haut wieder auf irgendwelche Spinnen ein. Ja, besser sie als ich, finde ich. Ich kann ja mal gucken, was die Spinnen dann so mit sich führen. Ja, aber im Moment macht sie sich ganz gut. Bin ich zu voll? Ich bin wieder zu voll. Erenil, du musst wieder was nehmen. Ich gebe euch den... Ja, und du musst bitte was nehmen. Was soll ich nehmen? Ja, sag ich dir. Pass auf. Du könntest... hiervon nichts nehmen. Hiervon auch nicht. Hab Drachenknochen. Die kannst du nehmen. Ach so, nee. Halt. Halt. Es muss andersrum. So rum muss es. Pass auf. Jetzt nimm mal bitte... Ja, das kannst du nehmen. Das Messer kannst du auch nehmen. Was haben wir hier? Das kannst du nehmen. Da kannst du was nehmen. Ja. Okay. Gut, das kannst du auch nehmen. Was kannst du hiervon nehmen? Die Dwemer-Kreise kannst du nehmen. Die Felle kannst du nehmen. Lederstreifen kannst du alle nehmen. Komm, nimm sie mal alle. Das kannst du auch. Silberbarren. Das kannst du alles nehmen. Die Felle. Nimm sie alle mal. Die verkaufen wir irgendwann mal. So. Dann mal los. Jo, dann mal los. Das meine ich auch. Dann mal los. So. Genau das meine ich auch. Durch den Nebel gestapft. Wie weit müssen wir eigentlich noch? Ist gar nicht mehr so weit. Ach, ups, und schwupp ist der Nebel weg. Entschuldigung, ja, schon wieder eine Krabbe. Immer diese Krabben. Ja, irgendwas habe ich heute im Hals. Entschuldigung dafür. Ich muss immer ein bisschen husten. Ich kann es leider nicht ändern. Irgendwas habe ich heute im Hals. Jemand muss mir helfen. Warum? Was hast du denn? Ach so. Ich helfe dir. Sag ruhig Bescheid, Erenil. Ich helfe dir. Ja? Immer schön rufen, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich komme dann. So, ja, schön, dass wir jetzt angekommen sind. Jetzt müssen wir hier nur mal eben das Schwert wegstecken. Mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Da hinten müssen wir hin. Na super. Ich bin auf der falschen Seite. Dann müssen wir da mal eben hin. In der alten Sprache nennt man euch... Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Diskutiert mal, aber ohne mich. Ich habe alles in Ordnung? Ja, danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. So, ja, wir müssen jetzt mal unseren Vampirismus loswerden. Wenn ihr hier seid, um einzukaufen, habe ich viele Zauber für euch. Ja. Tretet doch ein. Ja, mache ich. Aber ich wollte eigentlich hier mal... mit dir reden. Hey? Wenn ihr mich beschuldigen wollt, Kinder zu opfern oder die Herzen der Toten zu essen, könnt ihr euch den Atem sparen. Ich habe nichts dergleichen getan und habe es auch nicht vor. Ich möchte nur in Frieden leben. Das kann ich verstehen. Ja? Warum sollte ich euch denn dessen beschuldigen überhaupt? Hm? Die Leute von Moortal reimen sich lieber ihre eigenen, grässlichen Geschichten über mich zusammen, als mich einfach nach der Wahrheit zu fragen. Wenn sie mich in ihrer Unwissenheit fürchten wollen, dann sollen sie nur. Aber es ändert nichts an dem, was wahr ist. Gut. Also,
bin ja eigentlich hier, weil ich gehört habe, dass ihr Experte für Vampirismus seid. Ich weiß vieles. Ich habe Dinge studiert, die den meisten Menschen gar nicht zugänglich sind. Habe die Ebenen des Reiches des Vergessens bereist und habe Dinge gesehen, die keiner sehen sollte. Ich habe Daedra und Vema und alles dazwischen getroffen und ich weiß genug, um einen Vampir zu erkennen, wo andere nur einen Menschen sehen würden. Also ich suche ja ein Heilmittel dagegen. Ja, also nee, gar nicht wahr. Woher wollt ihr wissen, dass ich ein Vampir bin? Ja, das sag mal, woran du das erkennst. Während meiner Erforschung lebensverlängernder Magie habe ich mehrere von eurer Art kennengelernt. Ich habe sogar erwogen, selbst ein Vampir zu werden. Aber schließlich würde Vampirismus mein Mündel Agni in Gefahr bringen, was dem angestrebten Zweck zuwiderlaufen würde. Verstehe ich. Also ich suche ja ein Heilmittel. Dafür ist ein gefüllter schwarzer Seelenstein erforderlich. Ihr werdet jemanden töten müssen. Wenn ihr einen Stein habt und ihn gefüllt habt, kommt wieder zu mir und ich werde das Ritual durchführen. Ich werde Leben in euren toten Körper bringen, Vampir. Okay, bringe einen gefüllten schwarzen Seelenstein zu Mortal. Einen gefüllten schwarzen Seelenstein. Ja, das hast du vielleicht hier einen rumliegen. Gewöhnlicher, nö, schwarzer Seelenstein haben sie nicht. Gut, okay, wir werden uns auf die Suche machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Zapp.